Guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Vortrag Supply Chain Services, Fulfillment Services und Value-Added Services für Ihre Kunden und Projekte. Mein Name ist Ewald Wohlfahrt. Ich bin seit 2008 bei der Firma Alser beschäftigt und beschäftige mich dort hauptsächlich mit logistischen Prozessen und Fulfillment-Prozessen. Der heutige Vortrag gliedert sich in drei Teilbereiche. Einmal die Unterstützung bei allen logistischen Prozessen, die wir als ALSO für Sie leisten können. Der zweite Bereich sind dann Value-Added Services, wo wir zusätzliche Dienstleistungen für Ihre Produkte und Projekte anbieten können. Und der dritte Bereich sind Fulfillment-Lösungen für komplettes Logistik-Outsourcing. Beginnen wir mit den logistischen Prozessen. Logistische Prozesse beinhalten den Wareneingang, die Lagerung, Versand und die Retourenbearbeitung von Produkten. Produkte sind Produkte, die Sie bei ALSO gekauft haben. Es können aber genauso gut Produkte sein, die Sie woanders gekauft haben und die Sie bei uns logistisch handeln lassen wollen. Vielleicht kennen Sie den Begriff Versand im Namen Dritter. Dort können wir Waren, die Sie bei der ALSO kaufen, in Ihrem Namen, mit Ihrem Lieferschein und mit Ihren Kontaktdaten versenden, sodass dort nicht ersichtlich ist, dass die Waren über die ALSO ausgeliefert werden. Zusätzlich zu diesen einzelnen Versendungen können wir auch komplette Rollouts für Sie organisieren. Wir nutzen dafür passende Versanddienstleister für Paket, für Palettenversand, inklusive Sonderanforderungen, die dort eventuell notwendig sein sollten. Und natürlich geht das Ganze nicht nur in Deutschland, sondern wir können für Sie EU-weit, aber auch über die Grenzen der EU hinaus Waren versenden und die notwendigen Zollformalitäten in Ihrem Auftrag ebenfalls erledigen. Und last but not least, was wäre die beste Vorwärtslogistik, wenn der Retourenprozess nicht funktioniert? Natürlich können wir auch eine Retourenbearbeitung für Sie anbieten, sodass Waren, die den Empfänger nicht erreichen oder die Kunden zurücksenden, wieder bei uns bearbeitet und gehandelt werden. Neben diesen reinen logistischen Prozessen bieten wir Value-Added Services an. Das sind Dienstleistungen, die Ihre Produkte veredeln. Wir können dort zum Beispiel Geräte assemblieren, das heißt zusammenbauen, Festplatten einbauen, Zusatzgeräte installieren, aber natürlich auch Software aufspielen oder Änderungen in der Software vornehmen. Das geht so weit, dass wir auch BIOS-Einstellungen, Systemänderungen in den Geräten vornehmen können. Was können wir zusätzlich noch tun? Wir können für Ihre Kundenrollouts auch komplette Veränderungen vornehmen. Das heißt, Geräte nicht nur eins zu eins versenden, sondern wir können Verpackungsinhalte verändern. Wir können nicht benötigte Bedienungsanleitungen oder Komponenten herausnehmen. Wir können Kabel oder Festplatten oder sonstige Dinge beilegen. Und wir können diese Produkte ebenfalls labeln, um zum Beispiel Inventaraufkleber oder auch Eigentumskennzeichnungen aufzubringen. Und wenn diese Inventarlabel eine Seriennummer haben, können wir diese direkt mit der Seriennummer des Gerätes verbinden und über eine Excel-Tabelle Ihnen dann zur Verfügung zu stellen, sodass Sie genau wissen, welche Geräte mit welcher Seriennummer und welcher Inventarnummer bei welchem Kunden letztendlich ankommen. Es sind beliebige sonstige Dienstleistungen notwendig. Ich denke, Sie wissen selber, welche Anforderungen Sie an solche Rollouts haben. Sprechen Sie uns an, dann finden wir gemeinsam eine Lösung, die den Kundenanforderungen für Ihre Kundenprojekte abbilden kann.
Der dritte große Bereich, den ich Ihnen heute vorstellen möchte, sind Fulfillment-Lösungen. Wir haben unterschiedlichste Kunden, die ihren kompletten Lagerbetrieb oder Teile daraus an uns abgetreten und beauftragt haben. Dort übernehmen wir das komplette logistische Handling für unsere Kunden und Partner. Wir wissen, das ist keine einfache Entscheidung, ist auch keine Entscheidung, die kurzfristig angelegt ist. Wir arbeiten dort mit verschiedenen Kunden schon über viele Jahre vertrauensvoll und erfolgreich zusammen. Um Ihnen Beispiele zu nennen, wir machen zum Beispiel den kompletten Endkundenversand für TK-Dienstleister. Wir machen den Lagerbetrieb entweder komplett oder auch teilweise bei Kapazitätsengpässen für Systemhäuser. Oder wir machen auch ein Europa- oder Deutschlandlager für Hersteller, die ihre Waren dort anliefern lassen. Wir entladen dort Container, wir lagern die Waren ein und wir versenden diese Waren im Auftrag unserer Kunden deutschlandweit oder auch europaweit. Wie realisieren wir diese ganzen Dinge? Wir realisieren eine automatisierte EDI-Einbindung, über die alle Prozesse automatisiert abgewickelt werden. Das geht von der Artikelanlage über die Anlage von Wareneingangsbestellungen, über die Rückmeldung von Wareneingängen bis zur Übermittlung von Kundenaufträgen, die wir dann im Lager bearbeiten und ausliefern, inklusive Rückmeldung von Seriennummern und Trackingnummern der Versanddienstleister bis zur Retourenbearbeitung, wo wir auch dort die Waren wieder auf den Ursprungsauftrag einbuchen und Ihnen dann eine Rückmeldung geben, dass dieser Kunde dieses Gerät zu diesem Zeitpunkt wieder retourniert hat. Inklusive Versand der Waren zu einem Refurbishment-Dienstleister oder, wenn möglich und notwendig, auch direktes Refurbishment bei uns im Lager. Wie funktioniert so etwas? Wir rechnen die kompletten Transaktionen ab. Das heißt, Sie zahlen keine x Quadratmeter Fläche, sondern Sie zahlen die Transaktionen, die Sie tatsächlich nutzen. Und wir können über unsere Synergien steuern, dass wir immer genügend Platz und Kapazitäten für Ihre Bedarfe haben. Das sind die drei großen Logistikthemen, die wir als Supply Chain Services anbieten können. Wir sind dabei für Sie als Kunden zentraler Ansprechpartner. Das heißt, Sie müssen nicht mit dem Lager, mit der Buchhaltung, mit irgendwelchen anderen Abteilungen Rücksprache halten, sondern Sie haben ein zentrales Postfach, zentralen Ansprechpartner und wir kümmern uns dort um Ihre Belange. Was wir dort ebenfalls machen können, ist, dass wir also Waren, die wir an Sie verkaufen, mischen mit Waren, die Sie aus anderen Bezugsfällen beziehen. Das heißt, also Waren und Fremdwaren werden gemeinsam gehandelt, können in einem Auftrag gemeinsam an Kunden versendet werden. Wir nutzen dazu professionelle Systeme der Also, die SAP Lagerverwaltungssystem Transportdienstleister und realisieren damit einen automatisierten Betrieb. Zusätzlich bieten wir Ihnen ein Quarterly Business Review an, wo wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Geschäft betrachten und gemeinsam mit Ihnen das Business voranbringen wollen. Zusammengefasst kann man sagen, wir als Supply Chain Services sind Ihr Logistikpartner und schaffen Ihnen freie Räume für Ihr Business in Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb. Damit wäre ich auch schon am Ende meines kurzen Vortrages. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Anregungen geben. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an die angegebene E-Mail-Adresse wenden oder mich auch anrufen. Oder Sie können direkt Fragen in den Chat stellen. Ich werde diese dann entsprechend beantworten. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen interessanten Tag. Ihr
online auf unserer CTV. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst bei interessanten Projekten hören und sehen können. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.